So Leute, heute wieder Trainspotting, Leute, heute ist Montag, bis später. So Leute, ja, hier das Signal ist grün, Leute. So Leute, jetzt gleich kommt die Ansage. Da sitzen irgendwelche Leute, keine Ahnung. Die reden irgendwie so richtig krasses Deutsch. Ich denke, das sind Leute aus Deutschland, aber macht nichts. Jetzt kommt ja gleich die Ansage. Der Stefan guckt immer nach, wann der Zug kommt. Bahnsteig 2. S-Bahn von Feldkirchen in Kärnten fährt ein. Dieser Zug fährt als S-Bahn nach Villach Hauptbahnhof. So Leute, Talent. So Leute, Talent kommt. Leute, Talent kommt. Nicht winken, bitte nicht. Manu, was ist, wenn er versucht? Ja, dann haben wir dann Licht. Oder Licht. An, aus, macht. Ja, fahr noch schneller ein. Ja, darf er ja. Bis gleich. So Leute, gleich kommt noch ein Güterzug, Leute, bis gleich. So Leute, Güterzug. Nee. Na, Alter, ich bin noch nicht dumm. Alter, da war ich dann Quietscher worden. Container! Ich hab nichts gemacht! Einfach aufspringen, Moritz. Ja, voll. Na, du bist so selbst aus. Wie in GTA. Ja, ich gleich einfach auf die Waggons drauf springen, Leute. Nein, Spaß. So wie in GTA. Da kann man das machen. Ein Güterzug. Gleich fährt der Talent wieder ab, Leute. Ich kann gerade irgendwie nicht zoomen. Ich weiß auch nicht wieso. Bahnsteig 2. S-Bahn nach Villach Hauptbahnhof fährt ab. Hey, Mama, erlaubt das. Ja. Was? Willst du? Leute, Talent fährt ab gleich. Nein, ich will noch einsteigen und der Talentgeruch genießen. Gleich kommt er wieder. Später. Du kannst noch schnell. Der Stromabnehmer. Warte, ich stelle mir auf diese Trittpalette drauf. Der Moritz läuft hinterher. Ey, es ist gerade so unscharf. Ich kann gerade nicht fokussieren. Was soll denn das? Mach mal bitte schärfer. Ja, jetzt geht's. Ich weiß auch nicht, woran das liegt gerade. Ich kann einfach nicht fokussieren, Leute. Das gibt's ja gar nicht. So, das Licht geht gleich aus. Irgendwie ruckelt das Video manchmal. Ich glaube, wenn man zu wenig speichert, dann geht's etwas, dann ruckelt es etwas. Leute, bis später. So Leute, hier ist grün. Und ja. Dann bis gleich. Zug kommt, Leute. Ein Zug kommt jetzt hier. Oh. Ja, jetzt kommt er hier auf Gleis 2. Da drüben. Der wird nicht stehen, oder? Nee. Fährt durch. Moritz, er kommt! Wie? Nee, du bist so laut, es ist. Weg, bitte. Sorry, geh du doch weg! Ja, ich. Ich komm. Sorry, Ihr Scheiße. Ist jetzt dumm. Was war das für eine Hupe? Was war das für eine Hupe? Alter, verarsch mich doch. Ja, das kann ich dir bei Ranch jetzt sagen. Das reißt so eine Bi. Nee, das war doch keine Hupe, Mann. Oder Leute, war das ein Horn? Ich glaube nicht.
So, miep, miep, miep. Oder war das der Busfahrer? Ich glaube, das war der Busfahrer vielleicht. Bis später. So, Leute. Hoppala. Ich kann so langsam zoomen. Das nervt mich etwas. So, Leute, ist wieder hier das Signal auf grün. Und ja. Gleich kommt der Schnellzug. Bis gleich. Hier ist grünes Signal. Der Schnellzug kommt gleich. Der D315 nach Laibach. Leute, ich weiß gar nicht, ob der Laibach Hauptbahnhof heißt. Ja, ich werde jetzt immer noch ein bisschen reinschneiden, ein paar Sachen und so. Also nicht reinschneiden, sondern ein paar Sachen rausschneiden, meine ich jetzt. Welche Sachen halt unnötig sind. Sowas wird einfach gleich rausgeschnitten, Leute, weil sowas ist unnötig und dann müsst ihr halt nicht so viel gucken. Warum ich was rausschneiden muss? Ganz einfach, Leute, weil man sonst halt da drüben alles sehen würde, die Gesichter und so. Deswegen muss ja ein bisschen was rausschneiden. Aber ja. Achtung, Bahnsteig 3. Zug fährt durch. Halten Sie bitte Ihre Gegenstände fest. So, Leute, bis gleich. Leute, Schnellzug kommt. Nein, kein Railjet. Schade, leider. Ja, der fährt durch. Nicht vor die Kamera rennen. Ja. Das geht ja gar nicht. Das ist der D315 nach Laibach. Ein Schnellzug. Sorry, falls ich wackle, aber... Also sorry, falls es manchmal so wackelt, aber jetzt kommt ja noch ein anderer Bus. Der Bus filme ich aber noch ganz kurz. Nach Villach Hauptbahnhof fährt der. Ist aber weit. Aber naja. Der andere fährt auch gleich weg. Also in ein paar Minuten. So, der andere Bus fährt auch ab. Nach Verlach fährt der, glaube ich. Ich weiß es halt nicht. Ich mache immer einen kurzen... Ja, ich weiß. Ich weiß, ich filme einmal den Bus, aber naja. Macht nichts. Ganz kurz nur. Wehe, du tust es nicht. Nee, das lasse ich kurz drin, Leute. Bis später. So, Leute, die Ansage kam gerade. Und ja, Leute, jetzt kommt der Talent. Bis gleich. Leute, Talent kommt. Ist gerade so unscharf, ich weiß nicht. Irgendwie, Mann. Ja, der letzte Zug. Nicht so nah ran, bitte. So ein bisschen zum Kanaldeck einfach. Ein bisschen. Nee. Bei mir geht's. Hey, die Fahrradfahrer sind wieder zurückgefahren. Der Rob spielt. Es sieht echt so ein bisschen aus. Bis gleich. So, Leute, Talent. Güterzug kommt gleich, glaube ich. Weil das Signal ist auf grün. Nochmal nein. So, Leute, ja, das Signal ist hier oben grün. Es kommt jetzt gleich was. Ich denke mal ein Güterzug, Leute. Bis gleich. So, Leute, Zug kommt gleich.
Okay, da geht jemand zum Lokführer hin. Locomotion! Locomotion! Locomotion, Leute! Rotausleuchtung kommt! Locomotion, oh mein Gott! Die fährt hier eigentlich gar nicht. Oh mein Gott, Leute, das erste Mal Locomotion. Sowas von cool. Jetzt gibt er Gas. Man hört es. Oh, Locomotion. Und mit Makro. Ich weiß nicht, ob der so hupt, aber ich glaube schon. Locomotion, Alter. Die ist, das ist Rotausleuchtung vielleicht. Rotausleuchtung, nimm uns mit. Alter. Kamera vorne gehabt, oder? Richtig cool, Locomotion, Leute. Habe ich noch nie aufgenommen. Alter, keine einzige bis jetzt. Alle, doch, wo man nach München fahren, okay, wo wir nach München gefahren sind. Ich habe auch Fotos gemacht. Super. Locomotion, oh mein Gott. Ich mag die Lok. Die sieht so cool aus mit diesen roten Streifen. Die gibt es auch mit blauen Streifen. Aber naja. Endlich zum ersten Mal Locomotion. Bis später. Leute, Talent fährt ab. Linie Salzburg steht eigentlich drauf. Warte, wir haben die Kamera. Gerade habe ich Locomotion aufgenommen. Sehr eine schöne Lok. Moritz, lass das. Eine sehr schöne Lok. Locomotion ist wirklich eine super Lok. Mir gefällt das mit diesen Streifen so. Also, ich habe die rote aufgenommen mit den roten Streifen. Leute, ich wollte die schon immer mal filmen. So ein Glück, Leute. Das ist eine private Lok, Leute. Die fährt nicht ein. Da steht nicht ÖPB drauf. Ja, eine sehr schöne Lok, gefällt mir wirklich sehr. Ich habe auch Fotos gemacht, aber ich konnte ja nicht so einfach. Ich wollte ein cooles Foto machen, aber der hat gehornt, deswegen. Wenn er hupt, dann geht das so schwer, Leute. Ja, ich hoffe, ich habe ein gutes Foto gemacht, Leute, bis später. Ja, ich nehme gleich den Rucksack noch mit. Hier, einen Rucksack, weil wir gefilmt haben, da sind noch Sachen drin, Leute. Ich würde sagen, bis später. Ja, Leute, ich war ja schon früher bei Bahnsteigen und jetzt bin ich ganz kurz nochmal hergefahren, weil ich bei Moritz kurz noch war. Also bei Moritz, ja. Deswegen bin ich jetzt nochmal hergefahren. Ganz kurz. Ja, vielleicht kommt jetzt heute noch was. Ja. Vielleicht kommt da. Oh, wie unscharf das wieder wird. Ja, man kann das schwer filmen, wenn es so dunkel ist, weil es ist schon etwas dunkler. Leute, ich würde sagen, wir sehen es dann. Bis gleich, wenn was kommt. Leute, ein Zug kommt jetzt. Ja, Leute, die Railjet-Lok, Leute, schon wieder. Ich habe heute gerade schon die Locomotion, eine Locomotion gefilmt. 186, glaube ich, heißt die. Ich weiß es jetzt nicht so genau. Und jetzt kommt noch eine Railjet-Lok. Wie cool ist das denn? Fährt er durch oder nicht? Ich zoome jetzt mal kurz ran, damit ihr das besser seht. Ja, der bremst. Da kommt vielleicht noch was, Leute. Vielleicht Locomotion zurück, Leute. Ich hab ja Locomotion früher gefilmt, ja. Wie er hergefahren ist. Ich habe auch ein Foto gemacht. Die Fotos kommen übrigens alle auf Instagram. Also die kommen da früher, als die Videos immer kommen. Also wenn ihr wirklich Fotos sehen wollt, schon früher, bevor ich überhaupt das Video dazu hochlade, Leute, guckt auf Instagram einfach bei mir vorbei, bitte, wenn ihr es wollt. Also ihr müsst jetzt nicht vorbeigucken, aber ihr könnt einfach, wenn ihr ein paar Zugbilder von mir sehen wollt. Ich fotografiere das ja auch. Das Coolste ist, bei meinem Handy kann man einfach hier so auf Kamera, wenn man filmt zum Beispiel, kann man hier einfach auf diese Kamera da oben unten klicken, dann kann man auch Foto machen. Finde ich sehr, sehr praktisch, wenn man filmt und gerade auch noch fotografieren will. Zum Beispiel, ich brauche das halt, wenn ich Züge filme, dann will ich auch ein Foto machen. Ja, bis später. So Leute, der fährt jetzt wieder.
Anscheinend kommt jetzt was. Ich weiß halt nicht, was jetzt gleich kommt. Vielleicht kommt Locomotion zurück. Wenn ich Glück habe, dann kann ich schön ein Foto machen. Ja, gerade das ist da vorne, vor diesem Güterzug war eine Railjet-Lok, Leute. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich denke nicht, oder? Weil Leute, eine Railjet-Lok ist hinter einem Güterzug sehr ungewöhnlich. Weil Leute, das ist eigentlich sehr selten, dass eine Railjet-Lok, Leute. Railjet. Vielleicht kennt ihr den ÖBB Railjet. Der fährt eigentlich, die Lok fährt er immer mit dem Railjet mit. Aber hinter einem Güterzug eigentlich fast nie. Okay, der Zug ist jetzt weg, Leute. Ich weiß nicht, ob jetzt noch was kommt. Leute, bis später. So Leute, ich glaube, ich werde jetzt nach Hause fahren. Trotzdem noch eine Railjet-Lok gefilmt gerade früher. Ja. Ich glaube, ich fahre jetzt nach Hause, Leute. Ich glaube, es kommt nichts mehr. Schon 20.15 Uhr. Ich weiß, gleich wird ein Talent kommen, aber der ist mir jetzt auch egal, weil ich habe schon zwei Talents heute gefilmt. Deswegen, ja, ich werde jetzt nach Hause fahren, Leute. Also, ich würde sagen, wir sehen uns dann. Bis morgen. Tschüss.